Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Volot 76. Momentan in der altbewährten Aufnahme, ohne groß schneiden, ohne groß rendern, einfach nur billig raushauen für billig Geld. Nee. Oh. Bin ich jetzt ganz am Anfang gelandet? Ich weiß nicht. Es sieht alles hier so gleich aus. Rückt mal lieber ein bisschen Kleber raus, damit ich meine Kralle reparieren kann, um euch zu zermöbeln. Ich hab so viel Spaß an Schlössern. Ich hab so viel Spaß an Schlössern. Ein super, nur Scheiße drin. Dann hole ich jetzt die Armbrust raus, weil ich so gut singen kann. So. Eigentlich müssen wir sie erst reparieren, bevor wir sie benutzen. Aber der Kleber, Leute, der Kleber. Ich krieg den nicht zusammen. So, wo zur Hölle sind wir jetzt hier? Es war da, wo ich mich reingehackt habe. Ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Alles klar, das sah gerade aus irgendwie so, wie so ein Monster mit einem Serviertablett in der Hand. Als hätte er mich so empfangen. Okay, wir sind richtig. So kommen wir zurück. Wieso sind hier zwei Wege und was ist das? Kristallader. Na gut. Ah, das war gut. Achso. Das ist Wasser. Wo ist eigentlich mein Schleichbonus? Wofür habe ich den? Ist der auch schon im Urlaub? Sitzt wahrscheinlich gerade in der Sonne und schleicht sich eine Frau an. Gibt das Sinn? Ich glaube nicht. Wie kann er gleichzeitig sitzen und schleichen? Das muss halt Profi sein. Lucy Hole Schlüssel. Ja, danke für nichts, Spiel. Ich knack ja gerne Schlösser. Ach so, nee, das ist dafür. Alles klar, dafür der Schlüssel. Wow, da habt ihr euch echt viel Mühe gegeben. Seine Priesterin. Sei gesegnet, o hohe Priesterin des Waldes, denn durch dich haben wir seine Stimme vernommen. Durch dich haben wir seine Kraft empfangen. Durch Alkohol? Da in der Truhe war nämlich Alkohol. Das heißt, im Endeffekt, so ist hier ein Loch. Im Endeffekt, sind das irgendwie ein paar Erwachsene, die in die Höhle gehen und sich besaufen. Die neue Religion. So wird alles enden, Freunde. Mit, achso, hab ich wirklich alles mitgenommen? Gott, bin ich gierig. So, von hier kamen wir, ne? Das heißt, rein theoretisch müsste das hier auf der anderen Seite einfach nur der längere Weg nach unten sein. Dann gucken wir doch mal hier hin. Weil ich will ja auch irgendwo alles entdecken hier in der Höhle, ne? Wäre ja ein bisschen zu schade, wenn man nur die Hälfte sieht. Wieso sind hier Leichen? Hast du gerade eine andere Kakerlake gefressen? Sah jedenfalls so aus. Oh, Spiel, was machst du mit mir? Warum schickst du mich? Wann war ich denn hier? Was? Jetzt weiß ich, wo wir sind. Oh, das ist wieder mal so typisch. Kurz bevor ich im Kreis gelaufen bin, bin ich umgedreht, um zu gucken, was auf der anderen Seite des Kreises ist. Immer wieder schön. Oh. Ah, super. Der kleine Spion hat mich entdeckt. Ach, weißt du was? Geh weg. Spüre die unsichtbare Hand Gottes. Ja, ich bin Gott.
Hat jemand was dagegen? Hol dich mir. Ich glaube, ein Gott sagt sowas nicht, oder? Mir egal, ich bin halt ein Böser. Die Bösen sagen sowas. Ein Zahlencode. Cool, kenne ich nicht. Ob die Kakerlaken den kennen? Wir brauchen also einen Zahlencode. Das kommt nicht oft vor. Ernsthaft? Fühl mich ja so ein bisschen verarscht. Wo kriegen wir denn einen Zahlencode her? Okay, offensichtlich haben wir die Höhle jetzt erkundet. Bräuchten aber noch einen Zahlencode, um weiterzukommen. Hier liegt noch was. Keramikschale. Sein Blut. Der Wald gab ihm das Leben, gab ihm seine Kraft. Doch erst das Blut gab seinem Leben einen Sinn. Er brachte uns zusammen und er lehrte uns, nach seinem Vorbild zu teilen. Ja, dann teil doch den Code mit mir. Wäre das nicht sinnvoll? Na gut, dann würde ich sagen, laufen wir jetzt ein paar Mal im Kreis. Bis wir eines Tages was finden. Seine Geburt. Es war der Erste, der Erstgeborene des Waldes. Blutige Tränen fielen von seinen Zweigen herab und so teilte er sie mit allen Gläubigen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese Zettel irgendwas mit diesem Code zu tun haben. Dass man sie irgendwie entschlüsseln muss oder irgendwas. Hier noch irgendwelche Zettel? Waren da nicht mehr? Ich glaube, da waren zwei Terminals am Anfang, oder? Ich komme nicht mal mehr zum Anfang. Ich weiß nicht, wo man hinkommt. Ah, doch. Waren da nicht zwei Terminals? Wenn irgendwo im Endeffekt muss ja ein Hinweis drauf sein, was wir eingeben müssen. Oh, hier ist eine Tür. Erst lesen, Zero. Erst lesen. Ah. Aber ich glaube, sonst haben wir keine Zahlenfolge bekommen. Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl. Wir müssen uns gleich nochmal diese Zettel angucken, die wir gerade gefunden haben. Eventuell ist das ein Rätsel. Ich meine, wer kommt denn sonst auf die Idee, irgendwelche Zettel hinzulegen, damit sie jemand anderes liest? Ich schreibe ja auch nicht irgendwo auf den Zettel, ja, die Toilette war heute richtig gut zu mir. Und dann lege ich es auf den Tisch, damit meine Freundin es lesen kann. Das gibt ja alles keinen Sinn. Das muss ja irgendwie einen Code haben oder so. Nee, waren keine zwei Terminals. Sadie. Aber hier war auch nichts Großartiges, ne? Keine Zahlen. Nee. Woher sollte er auch die Zahlen haben? Notizen. Sein Blut, seine Geburt, seine Priesterin. Haben wir irgendwas? Der Wald gab ihm das Leben, gab ihm seine Kraft. Doch erst das Blut gab seinem Leben einen Sinn. Er brachte uns zusammen und er lehrte uns, nach seinem Vorbild zu teilen. Heißt das, wir sollen irgendwas teilen? Und so teilte er sie mit allen Gläubigen. Durch dich haben wir seine Kraft empfangen. Ich sehe da keine Zahlen. Ich kann auch die Blätter nicht umdrehen. Das wäre meine erste Idee gewesen, aber es ging nicht. Oder? Nee, man kann hier nichts drehen. Schade. Müssen wir jetzt aufmerksam gucken. Bestes Bild aller Zeiten. Konzentration. Ich darf nicht so schnell laufen.
Ich muss mich jetzt ganz genau umsehen. Hier gibt es viele verzwickte Höhlensysteme. Das heißt, es ist gut möglich, dass wir irgendwo was finden, wo wir noch nicht waren. Und vielleicht da sogar der Code ist. Oh. Hey, Jungs, habt ihr einen Code für mich? Pass auf, 11158. 6. 3. Okay, es sind auf jeden Fall 6 Zahlen. Das wollte ich damit testen. Aber muss nicht in der Nähe der Tür vielleicht auch der Code sein? Hast du sie? Sechs Zahlen. Wir haben aber auch nur drei Zettel. Psycho, verbranntes Buch, Kleber. Also wenn ich mich genau umsehe, dann finde ich auch Kleber. Vielleicht sollte ich das wirklich mal machen. Bleiader. Ich glaube nicht, dass wir den Code finden. Ist das vielleicht eine Quest? Oder ist diese Tür vielleicht sogar für ein anderes Mal gedacht? Ich würde es ja gerne knacken. Aber das ist halt das Problem bei Spielen, die noch weiter bearbeitet werden. Man weiß nie, ob man das, was man gerade angefangen hat, auch beenden kann. Das ist schon eine traurige Geschichte. Aber ich würde vorschlagen, wir gehen hier erstmal raus, weil ich finde hier echt nichts mehr. Und ich warte erstmal ab, was ihr so sagt. Weil die meisten von euch kennen sich ja aus. Ich will gar nicht den Code wissen. Ich will nur wissen, ob ich den hier finden kann. Ob es die Möglichkeit besteht. Ich möchte nur ein einziges Mal kurz hier durchlaufen und gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Weil ich... Das Traurige ist halt, ich mag sowas. Nur wenn man da nichts findet, ist das so ein bisschen frustrierend. Normalerweise kriegt das Bethesda ganz gut hin, dass man irgendwie mit der Nase drauf stößt auf diesen Code. Aber hier haben die irgendwie gescheitert. Gehen wir erstmal hier entlang. Ah, ne, hier laufen wir im Kreis, oder? Ne. Aber da landen wir doch im Endeffekt auch wieder nur da. Ein Zettel. Seine Quellen. Seine Gläubigen weinten, denn ihrem neuen Zuhause mangelte es an Wasser und ihre Kehlen waren trocken. Doch er sammelte ihre Tränen in seinen Zweigen und ließ sie auf die Erde fallen. So legte er die Saat für die Quellen. Wow. Schmutzige Tränen. Okay. Wir gehen jetzt hier konzentriert durch die Gänge. Den Teil kennen wir ja schon. Hier war ja der Altar. Wie viele Zettel haben wir jetzt? Sein Blut, seine Geburt, seine Priesterin, seine Quellen. Wir haben jetzt vier. Wenn wir nochmal zwei finden, nur zwei finden, hat das was zu bedeuten. Ja, das nächste Auffällige wäre natürlich, dass hier Löcher sind, aber da können wir leider nicht reinkriechen. Wünschte ich könnte. Ernsthaft? Ich sehe da was. Ich will da rein. Ach komm, jeder normale Mensch könnte da durchkriechen. Okay, jeder normale Mensch könnte auch nicht so hoch springen. Guck mal da. Es muss einen Weg hier reingeben. Es muss. Jetzt bin ich mir schon ziemlich sicher. Wir haben irgendwas übersehen. Nur was? Noch mehr Zettel? Hier sind wir auch schon 50 Mal vorbeigelaufen. Hier sind wir auch schon mal rausgekommen. War hier nicht sogar die Tür? Schade.
Aber nicht mal ein Hinweis oder so. Könnte natürlich alle Möglichkeiten austesten, aber bei 6 Zahlen, Okay, einfach nur aufmerksam gucken. Aber ich meine, wer schreibt denn sowas schon auf? So eine wichtige Tür. Ich meine, der ist nicht umsonst ein Zahlenschloss dran. Der soll ja vor irgendwie beschützt werden. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Hier ist die Quelle. Wir gehen mal hier lang. Da landen wir wahrscheinlich wieder im Raum. Also ich muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile so oft hier im Kreis gelaufen, dass ich mich hier schon auskenne. Und ich wette, der Typ, den sie alle verehren, der hat da einfach nur in seinem Bett gechillt und mit seinen Jüngern gesprochen. Ich will da rein. Verdammt. Hier sind keine Zettel. Och, mein Spiel. Gib mir doch den Hinweis, den ich benötige. Ah, sein Zuhause. Seine Gläubigen waren im Blut vereint und er beschreibt uns unser neues Zuhause. Er sagte, wir würden an die Ungläubigen herantreten und dreimal abgewiesen werden. Ich sehe eine 3. Doch er sagte auch, dass er uns den Weg öffnen würde. Wir wurden dreimal abgewiesen. Nee, oder? Nee. Hat, glaube ich, jetzt nicht. Wo ist die Tür? Das war Nummer 3. Öffne die Tür, Mann! Weiß mich nicht ab. Kakerlaken. Los, öffnet die Tür. Guck mal, ich bin böse. Hui. Oh. Öffnest du jetzt die Tür? Komm, ich weiß, du kannst das. Das sah gar nicht mal so schlecht aus. Komm! Ich weiß, du kannst es, Spieler. Komm schon. Also es geht auf jeden Fall um die Tür. Die Quellen. So legt er die Saat für die Quellen. Sei gesegnet, o hohe Priesterin des Waldes. Denn durch dich haben wir seine Stimme vernommen, durch dich haben wir seine Kraft empfangen. Seine Geburt, sein Zuhause. Da wollen wir rein, doch er sagte, dass er uns den Weg öffnen würde. Wir würden an die... Was? Also, er sagte, wir würden an die Ungläubigen herantreten und dreimal abgewiesen werden. Aber ich wurde doch jetzt hier schon mehr als dreimal abgewiesen. Oder sind es nur 3er? So, Leute, zusammen werden wir dieses Rätsel lösen. Ich will da jetzt rein. Ich will da jetzt wirklich rein. Ich vermute mal, dass wir noch genau einen Zettel finden.
Und dann finito. Das heißt, irgendwo gammelt hier bestimmt noch ein Zettel rum. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das so schwer sein soll, da reinzugehen. Und wisst ihr, im Endeffekt wird da wahrscheinlich gar nichts sein. Da wird wahrscheinlich ein Entwickler diese Folge gucken und sich dann totlachen und denken, er ist voll drauf reingefallen, der Noob. Ich hab mich doch verarscht, diese Quest war nur für ihn, weil wir wussten, dass er neugierig ist. An die Ungläubigen herangetreten. Dreimal abgewiesen. Also ich komme auf keinen Nenner. Wenn ihr irgendwas wisst, Freunde, schreibt es in die Kommentare. Weil ich glaube, so wirklich viel werden wir jetzt hier nicht finden. Ist hier noch ein Zettel? Wir müssen besser auf diese Skulpturen achten. In diesen Skulpturen sind meistens die Zettel. Dann gehen wir das Höhlensystem doch nochmal durch. Ich weiß, es ist ein bisschen jetzt langatmig, dass wir hier rumchillen, aber ich bin halt jemand, ich bin neugierig. Ich möchte wissen, was da jetzt ist. Wenn es schon so versteckt ist, so richtig schwer auch noch. Da muss irgendwas sein. Gib mir einen Zettel, Junge. Hier ist nur das Exit. Kein Zettel. Ja. Habe ich jetzt hier oben vielleicht irgendwas verpasst? Nö. Auch nicht. Es kann doch nicht sein. Ihr könnt mir doch kein Steak vor die Nase halten und dann wieder wegnehmen. Da kriege ich auch keine Zahl raus. Ja, ich würde sagen, ich halte jetzt nochmal alle Zettel in die Kamera. Ihr könnt ein bisschen drüber nachdenken. Ich werde ein bisschen drüber nachdenken. Und vielleicht schaffen wir es gemeinsam, dieses Rätsel zu lösen. Gebe zu, es ist nicht einfach. Aber ich will da rein. Ein letztes Mal laufen wir hier durch. Volle Konzentration, Leute. Ja, und hier ist auch schon die Tür. Mit den toten Kakerlaken. Versuch wert. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und vielleicht haben wir bis dahin die nächste Folge. Also, sein Blut. Drückt auf Pause, wenn ihr es benötigt. Seine Gläubigen. Seine Geburt. Seine Priesterin. Seine Quellen. Ja, 5 Briefe haben wir gefunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es noch einen 6. gibt, aber... Ja gut, Freunde, bis in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.